Manche bauen sich Luftschlösser in ihren Träumen, andere verfügen über die nötigen Mittel und bauen sie auch in Wirklichkeit. Wie Beatrice de Rothschild und ihre Villa Île-de-France. Nach Ansicht von Immobilienmaklern hat diese einen idealen Standort auf der Halbinsel Saint-Jean-Cap-Ferrat. Mit Blick auf die Bucht von Villefranche-sur-Mer und auf die von Bonlieu. Ein malerisches Anwesen im italienischen Renaissance-Stil zu Beginn des 20. Jahrhunderts erbaut, um sich von einer unglücklichen Ehe zu erholen. Beatrice, die Tochter des Baron Alphonse de Rothschild, heiratet mit 19 einen reichen 15 Jahre älteren Bankier, Maurice Effrussy. Von Eheglück kann man aber nicht wirklich reden. Eine Krankheit verhindert den Kindersegen. Und eigentlich haben sie sich nie gesehen. Er verbringt seine Zeit am Spieltisch, sie frönt der Sammelleidenschaft. Bis Papa ein Machtwort spricht. Die Geschichte dauert schon 20 Jahre und die Schulden von Maurice erreichen Höchstwerte. Stopp, Scheidung! Wir schreiben das Jahr 1904. Papa stirbt ein Jahr später und vermacht seiner Tochter, frisch geschieden, ein riesiges Vermögen. Von diesem Geld kauft sie zunächst das Grundstück. Im Übrigen nichts Besonderes, ein windumtoster Felssporn. Doch es wird gesprengt, Unmengen an Erde werden angeliefert und entsprechend eingeebnet. Schließlich entsteht ein herrlicher Garten in Schiffsform. Der Name der Villa Île-de-France ist eine Hommage an das Passagierschiff desselben Namens. Beatrice hat dort eine gute Zeit verbracht. Auch an Land weiß sie sich zu amüsieren. Man erzählt sich, dass ihre Bediensteten Pompons trugen wie Matrosen. Meist in rosa gekleidet, der Farbe der Villa, lebt sie wie Marie Antoinette, von der sie auch ein Spieltischchen besitzt. Umgeben von ihren Kunstwerken, Teppichen, Mobiliar, Porzellan und auch exotischen Tieren, Sittichen, Affen, Gazellen und Flamingos, natürlich rosafarben. Das Haus ist heute ein Museum. Beatrice, die skurrile Kunstsammlerin, stirbt 1934 und ruht seither auf dem Friedhof Père Lachaise in Paris.